Von daher ist das gar nicht mal so verkehrt. So, jetzt hier mal kurz gucken. Ich überlege hier noch, ich versuche mir hier vom geistigen Auge irgendwas vorzustellen. Und stelle mir vor, dass ich mit Fichtenholz arbeite. Wie genau weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir ja auch wieder so hohe Fenster rein oder sowas. Muss ich noch mal um einen Fänger länger, ne? Damit das genau passt. Machen wir. Warum auch immer ich jetzt hier am Rande weggenommen habe, aber egal. So. Nein, dahin so zu. So. Ich weiß halt nicht, ne? Also wie gesagt, ist halt alles sehr, sehr schwierig im Moment. Es gibt teilweise Leute, die haben schon solche Angst, dass sie schon gar nicht mehr wissen, was sie denn tun sollen, ob sie überhaupt noch nach draußen gehen sollen. Ne? Also es gibt Leute, die sind ja dadurch wirklich schon sehr, sehr stark verängstigt, obwohl hier in Deutschland nicht mal irgendwas wirklich passiert ist. Und das ist natürlich auf der einen Seite halt schon schlimm. Aber es war natürlich halt in dem Sinne dann auch schon zu erwarten, dass Menschen so reagieren. Was natürlich auch irgendwo verständlich ist. Ja, ich meine, übertreiben kann man. Aber irgendwo hat eine Übertreibung halt auch einen Grund. Ne? So, ich glaube, ich mache das so. Ich versuche mir noch weiter vorzustellen, wie ich das hier mache. Ich hätte gern... Ich weiß nicht, will ich die hier hin haben? Einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Auch wieder mit schön viel Fallschaden hier. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich hier genau mache. Vielleicht machen wir dann später nochmal... Eichenholzstämme hin oder sowas. Mal gucken. Nein, nicht so. So, komme ich da unten nochmal dran? Nein, natürlich nicht. So. Haben wir das schon mal so weit? Dann machen wir das nochmal eben schnell hier zu Ende. Nein, es sieht alles schon sehr seltsam aus, was ich hier mache. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das hier dann so lassen werde oder ob ich das nochmal komplett abreiße dann irgendwann. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann halt begutachten, wenn es dann soweit ist. Aktuell baue ich hier einfach mal drauf los. Ich habe gehört, wenn ich einfach mal drauf losbaue, dann wird das Schlimmste vom Schlimmsten draus. Oder halt auch nicht, ich weiß nicht. Mal gucken. Ich mache das hier tatsächlich nochmal ein höher jeweils. Einfach mal, weil ich es kann. Und dann fange ich dann so langsam an mit dem Dach. Das Dach wird dann Spitzdach wieder. Und in der Mitte stelle ich da einfach mal so ein möchtegern Kirchturm auf. Der aber halt in dem Sinne kein Kirchturm ist, weil das ist ja keine Kirche. Das ist ja mehr eine Art Wohnhaus. Eine Art Wohnhaus. Was für eine Art auch immer. Es hat auf jeden Fall viele hohe Fenster. Kann ich hier auch schon mal den da drüber machen. Ist das schon mal dicht? Weil da kommt ja dann links und rechts schon wieder irgendein Scheiß dran. So wie man es von mir gewohnt ist. So. Muss jetzt so ein bisschen auf die Uhr achten. Nicht, dass ich hier wieder so lange überziehe und dann wieder so viele Folgen im Voraus habe. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ich mal wieder ansprechen soll, dann natürlich halt immer gerne her damit. Und dann gucken wir mal. Ne? Ich habe jetzt grundsätzlich noch sehr, sehr viele auf Lager, die ich halt jetzt nicht mehr großartig ansprechen werde, zumindest nicht heute. Ja, so ein bisschen was muss ich mir auch aufheben für wann anders.
Aber ich muss auch schon wieder pennen gehen. Das ist schon wieder schlimm. Okay, wir machen mal zu hier. Ich kann nur nachts schlafen. Komm mir vor, wie Bart Simpson, der irgendeinen Spruch so die ganze Zeit an der Tafel schreiben muss oder sowas. Im Ernst. Ich dachte schon, da drin steht ein Creeper. So. Was habe ich mir überlegt? Genau genommen habe ich mir nichts überlegt. So wie immer. Gut, dann machen wir Folgendes. Was haben wir hier drin? Kann ich ein paar Kobel mal stationieren? Und dann, nein. Wir machen mal tatsächlich Truppenholz. Heute bin ich mal sehr experimentierfreudig. Ich weiß auch nicht warum. Einfach mal ausprobieren. Das wird sowieso nicht reichen. Dann nehmen wir das hier in die Hand. Mach das hier mal ein bisschen mehr. So. Das waren die falschen. Egal. Wird schon. Hier, machen wir davon ein bisschen was. Zack. So. Das haben wir. Muss ich hier nur wieder irgendwie hochkommen. So, und dann schauen wir mal. Ich muss jetzt natürlich die richtigen Dinger da drin haben, sonst ist das eher schlecht. Haben wir die hier. Und die hier, die werden sowieso nicht reichen, das weiß ich. Ich mache das auch wieder gerne, dass hier jeweils einer übersteht. Wenn ich das dann hier positioniert bekomme. Ja, nee. Denkst du, ich krieg das dann wieder hin? Nein, natürlich nicht. Muss ich hier wieder eine Bauerde verwenden. Das mal abmachen. Dann muss ich das da drin setzen. Jetzt wird das nix. Spinnenweben da hinten irritieren mich so ein bisschen. Sehen ein bisschen aus wie so ein Grafikfehler. Ein sehr schlecht gewollter. Was? Es gibt gut gewollte Grafikfehler? Nein, natürlich nicht. Ja, aber du weißt, was ich meine. So. Du einmal da dran. Du einmal da dran. Das Ganze geht natürlich jetzt hier so ein ganzes Stückchen hoch. Schauen wir mal, was daraus wird. Das wird bestimmt super oder halt furchtbar oder beides. Ich weiß es nicht. Aber ich arbeite daran, dass es sehr furchtbar wird. Also könnt ihr euch auf mich verlassen. So. Ja, hier mache ich erstmal Fichtengedöns. Weil Fichtengedöns macht sich sehr gut hier. Wie gesagt, zwischendurch muss ich dann nochmal das Dach ein bisschen einreißen. Ich hätte halt gern, dass wir dann irgendwo da unten so eine Art Wendeltreppe haben oder sowas. Mit der man dann theoretisch dann nach da oben geht. In das Türmchen rein. Und dort dann, keine Ahnung, dort ein Bett oder sowas. So an der Turmspitze. Kann man machen, muss man nicht, aber kann man. Und, naja, mal schauen. Das wird schon. Hoffe ich. Wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, wir haben da auch schon fast die Hälfte erreicht. So, gehen wir mal auf der anderen Seite. Warte, wir können auch nochmal hier ganz kurz hier die hier mal kurz einsetzen, damit ich die ja nicht vergesse. Solange wir hier wieder auf dem Dach sind, ne, kann man das mal eben schnell machen. So. Natürlich die falschen Treppen. Gib mir mal die richtigen. So. Ja, Kacke. Immer verbaue ich mich bei diesen Scheißtreppen. Immer. Wenn ich irgendwas kann, dann verbauen. Habe ich gelernt. Bei offiziellen Verbaukurs.
So. Gehen wir hier wieder hoch. Hoffen hier irgendwo auf ein Ende zu kommen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich den Eingang da unten mache. Das schaue ich dann irgendwann. So, und hier haben wir dann den Mittelstreifen. Den wir dann halt auch noch irgendwie angehen werden, aber halt nicht jetzt, nicht sofort. Ich muss erstmal überlegen, rechnen, kalkulieren, wie machen wir es genau mit dem inneren Türmchen. Eigentlich ist das Gebäude an sich zu schmal für mein Vorhaben. Aber jetzt das noch weiter ausweiten? Nee. Muss auch nicht sein. Bin ich ja ganz ehrlich. So. Warte. Dann machen wir hier die Steintreppchen auch auf dieser Seite schon mal. Geht das schon wieder los? Erde. Streppchen. Und wieder weg. So. Dann hier gleich die Erde hinsetzen. Bevor ich mich dann wieder ärgere. So. Zack. Zack. Und zack. So, und dann mal kurz abzählen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das heißt, ich muss 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist die Mitte. Ich habe natürlich keine Axt dabei, ne? Ne, die Axt liegt unten in der Kiste. Zumindest ist da eine Silberaxt, hätte ich fast gesagt. Eine Eisenaxt. So, wenn ich jetzt hier eine Dreierbreite mache, dann ist das eigentlich zu wenig. Eigentlich. Die ganzen Materialien her. Auch da unten hier. Komm mal raus da. Genau. Das heißt, ach komm, wir holen uns mal eben schnell hier eine Axt. Das heißt, wir machen da tatsächlich nochmal einen jeweils raus. Dass wir da eine 5er-Dingens haben, dass wir einen 3er-Innenbreite haben. Nicht eine Wandbreite, sondern eine Innenbreite. So, das heißt, Axt im Walde kommt in meine Tasche. Und hier wird's einer weg. Da kommt jeweils einer weg. Und das Ganze hier dann jetzt auch nochmal. Wird jetzt ein bisschen größer als erwartet. Also nicht ganz als erwartet, aber ein bisschen. So. Alles mal herkommen. Alles. Komm schon. Do it. Do it. Do it now. Ganz langsam werden sie niemals ankommen. So. Ich bin mir unschlüssig. Wahrscheinlich mache ich das aus Fichtenholz. Ich mache das jetzt erstmal. Damit ich das dann später nicht vergesse. Das wird sowieso super. Einmal ziehe ich das mal hier drüber. So, vielleicht. Das mal weg, das mal weg, das mal weg, das mal weg. Und dann hier wird dann ein Türmchen hochgezogen. Mit einer Wendeltreppe da noch irgendwie rein. Das wird super, das wird grandios. Ich mache mal ein paar Fackeln hin. Und ja,
Ich hab keine Ahnung, was daraus werden soll, aber irgendwie was Snackisches wird daraus schon. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft. Wenn es wieder heißt, hey Mensch, lass uns mal irgendeinen Scheiß bauen. Irgendwas, was nicht unter Tage ist. Und naja, mal gucken. Mal gucken, was daraus wird. Ich bin gespannt. Und naja, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.